So, liebe Yachtfreunde, heute melden wir uns aus Aserbaidschan. Gestern sind wir angereist, haben nur noch eine Nacht in Baku verbracht und sind dann heute Morgen zum Camp weitergefahren. Wir werden hier die nächsten Tage auf den ostkaukasischen Tour jagen. Die genaue Bezeichnung ist Dagestan Tour. Und wir sind jetzt im Camp angekommen und am Morgen geht es dann hoch ins Gebirge. Da geht es dann nur noch mit den Pferden weiter. Und ich melde mich dann vom Aufstieg. Bis dahin, weit man sei. Aber ich stehe nicht an, welche Tür jetzt. Oder Thermos, welche Tür. So, wie besprochen, melde ich mich jetzt von dem Aufstieg. Wir haben jetzt die Pferde beladen und begeben uns zum Fuß der Berge. Und von dort aus geht es dann nur noch zu Fuß weiter und werden dann auf dem Berg unsere Zelte errichten und von dort aus die Jagd beginnen. Also ich kann mich mal hier umdrehen, um zu sehen, wie es weitergeht. They stay in the same hour, but they get the ride. Yeah, they move around. Move around, but stay same here. That's why if you shoot, then leave. Then they leave. So, wir sind jetzt nach ungefähr 3 Stunden Aufstieg im Flycamp angekommen. Hier haben wir jetzt unsere Zelte aufgeschlagen und werden jetzt noch eine Kleinigkeit essen und dann den ersten Pirschgang auf Touren machen und mal schauen, ob wir schon wild in den Anblick bekommen.
400 bis 500 Meter. Ein bisschen weit. Ja, zum kleinen Zwischenbericht hier aus Aserbaidschan. Momentan macht uns das Wetter einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Wir sind gestern noch hochgestiegen, wurden dann aber von einer Schlechtwetterfront überrascht und hatten eigentlich keine Sicht mehr. Und es war auch am Stürmen und am Regnen. Also wir haben dann noch ein bisschen gewartet, aber es hatte dann auch keinen Sinn mehr und sind dann zurück ins Camp. Ja, heute haben wir das Camp noch nicht verlassen. Es ist nach wie vor bewölkt, viel Nebel und zwischendurch immer am Regnen. Und jetzt hoffen wir, dass es heute Nachmittag ein bisschen auflockert, dass wir noch mal raus können. Ansonsten bleiben wir den Tag über im Camp und warten dann, ob nicht morgen sich das Wetter verbessert. First of all, I don't see it. It's running. What? It's moving. Where? It's moving. It's moving. Is it high or low? Yeah, it's straight. Straight, down. Down, down. It's going. It's going that way. You see? No. You see? It's it will be straight. You see? Yeah. First of all. First one. First of all. First one. Okay. Okay. Ja, den hast du getroffen. Ja, am vierten Jachttag hat es natürlich geklappt mit unserem Dagestan-Tour. Die ersten Tage haben uns leider nicht ganz so zugespielt. Da hatten wir sehr schlechte Bedingungen und sehr schlechtes Wetter. Heute war der erste Tag, wo wir wirklich gute Sicht hatten. Und dann hat es auch auf Anhieb geklappt. Also wir haben hier einen super Dagestan-Tour bekommen. 10 Jahre, schätzen wir, hat er. Und jetzt werden wir ihn mal bergen und dann die Heimreise eintreten. Weit mein Zeil, bis zum nächsten Mal.